Hallo von Teneriffa aus. Heute ist unser siebter Tag hier vor Ort. Wir bleiben heute vermutlich den ganzen Tag bei uns auf der Terrasse und arbeiten von da. Wie gestern schon erwähnt, das Internet ist eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt gerade hier riesige Downloads braucht, weil zum Beispiel am 7. März das Visual Studio 2017 rausgekommen ist, dann lässt man es einfach über Nacht laufen. Wir waren gestern dann nach dem Surfen nochmal im Büro und haben mit den Kollegen ein Bierchen getrunken. Waren aber auch nur zwei da. Ja, also momentan ist es tatsächlich so, dass die Leute weniger in den Büros sitzen. Vermutlich eben weil jetzt einfach so, dass das Wetter so gut ist. Das soll aber in den nächsten Tagen wohl wieder schlechter werden, so ab Montag. Das heißt, wir haben jetzt das komplette Wochenende mit schönem Wetter. Und dann soll das ab kommender Woche schlechter werden. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich das auf das Arbeiten im Coworking Space auswirken wird. Ja, dann habe ich schon erste Feedbacks bekommen. Mache jetzt dieses Video nicht mehr Hochkantformat. YouTube hat da, glaube ich, aber eh schon so eine Art separaten Kanal geplant, wo man eben dann Hochkant-Videos veröffentlichen kann. Und ja, das war das erste Feedback. Also das heißt, ich mache das jetzt wieder im Widescreen. Das war eigentlich nur ein Versuch. Und ja, dann das nächste, die Untertrennung der Themen, was jetzt quasi eher so off-topic oder so quasi eher über Teneriffa und ja, vielleicht so ein bisschen das Arbeiten außerhalb der vier Wände ist und was dann eher Richtung ja, meinen Hauptthemen geht, IT, Prozesse, Projekt und so weiter. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich einfach mal anfange, ein paar Videos zu drehen und dass ich die später dann irgendwie so kategorisieren werde, weil ich einfach nur nicht weiß, wie sich das entwickeln wird. Und ja, den heutigen Vormittag habe ich bisher mit verbracht, im Buch von Boris Kloge zu lesen. Mit dem mache ich ein Interview Ende des Monats über sein neues Buch Scrum, Think Big. Scrum für wirklich große Projekte. Und ich bin ja ein bekennender Fan, will ich es jetzt nicht nennen, aber ich mag einfach seine Art zu schreiben. Ich finde es toll, wie er immer die Gedanken auf den Punkt bringt, wo ich sage, ja, genau so habe ich das auch im Kopf, aber ich war nicht in der Lage, es genau so zu formulieren. Und da ist mir heute ein spezieller Punkt aufgefallen. Da ging es um Führung und wir sind ja im Thema große Projekte. Und da meint er natürlich dann auch, wie eben Führung bei solchen großen Projekten mit interdisziplinären Teams, auf verschiedenen Kontinenten unter Umständen sogar, also sprich lokal verteilt, wie man da eben Führung praktizieren kann. Und da sagt er auch, wir werden sehen, dass klare Kommunikation und ausschließlich intrinsische Faktoren den Ausschlag geben. Auch wenn ich bisher, also bis letztes Jahr quasi immer nur mit meinem Team an einem Ort gearbeitet habe, ist ja so, dass wir in unserer Firma inzwischen auch in Leipzig vertreten sind. Da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann ein Büro aufmachen, vielleicht noch dieses Jahr. Und da wird jetzt das Thema eben auch immer wichtiger. Aber trotzdem habe ich vorher schon auch das genauso gesehen, eben die intrinsischen Faktoren, dass eigentlich nur die ausschlaggebend sind. Und habe dann natürlich öfters mal von den Mitarbeitern als Feedback kommen, ja, man könnte doch mal loben und so weiter. Und mein Ziel war es eigentlich immer eher, die Leute dahin zu führen, dass das quasi so, das von innen herauskommt, dass sie nicht immer diesen externen Trigger brauchen, damit sie sich quasi steigern oder quasi das Arbeiten am Laufen halten können. Da haben wir auch übrigens eine sehr schöne Diskussion am Developer Open Space 2016 in Leipzig gehabt. Werde ich dann unten verlinken. Und das ist schon ein bisschen ein zwiespältiges Thema, aber ich finde es schön, dass er das nämlich hier auch so benennt, weil ich da einfach völlig überzeugt von bin, dass die intrinsische Motivation die ist, die gefördert werden sollte und dass man gar nicht groß mit Lob arbeiten sollte. Ja, ich bin mal gespannt, was ich dazu hier dann noch lesen werde demnächst, um eben meine Argumentationsseite zu stärken. Gebt mir gerne Feedback, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Video. Danke.